außer gegenüber Tentakelkreaturen und wilden Tieren. Und nicht zu einem Gesinde und angriffslustigen Gewächs. Es ist gut, ihr beiden. Gehen Sie! Na Güte, was ist schon mal los? Da müssen Reuz zu stehen. Sind da Schnaps zu geworfen, Schatz? Ah, ein Seelentröster. Na gut, ich bin überzeugt. Sie können keine schlechten Menschen sein. Ich. Ach je. Mein Paar muss einen beachtlichen Schatz gemacht haben. Komme ich jetzt wieder ans Ufer zurück. Ja, die 5 Meter kann man nicht durchs Wasser laufen, ne? 2 Meter. Kurz herum. Inzwischen hat es sich nicht so ausgegeben, Tröster. Ja, das war zwar nicht so geplant, aber. Okay. Gab's hier nicht irgendwo noch Blumen oder so, die ich aufsammeln konnte? Scheinbar nicht. Nein. Gab's doch Blumen? Oder täusche ich mich da jetzt? Allen Anschein nach täusche ich mich da. Ja, ja, ja. Bla 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 bla. Wenn wir denn jedes Mal untersucht, soll diesen Apparat passieren? Natürlich! Nehmen wir aber jetzt! Ach ja, richtig, ich kann ja nicht. Bevor Sie passieren lassen, beantworten Sie noch bitte folgende Frage. Planen Sie einen terroristischen Umsturz, die Ermordung des Präsidenten oder sonstige allgemeinstellige Krankheiten? In Unterstellung! Zeigen Sie, Herr Leutnant, ich folge nur die Vorschriften. Ich muss ja fragen. Sicher fest. Lass ihn gleich Kopf stehen und rein! Kopf stehen und ramme ihn in den Rundgespitz in den blöden Boden, blöder Kerl! Gar keine Frage, es sind eindeutig einer von uns. Sieht dann passieren. Ich bin verletzt, bin in unserem Schreibtischdienst ersetzt worden. Jetzt schießen sie mit scharfen Paragraphen. Oh. Präsident Amundi kontrolliert das besondere Wasserkeil. Wenn sie jetzt Pinguin ausgibt, ist jeder gemeine fähig. Ja, das Schloss ist bei der Freien Republik Vulkanien. Hm, kühl. Guten Tag und willkommen in Vulkanien. So werden Sie es wünschen, gebe ich Ihnen gerne einen knappen Überblick unsere Kleinstadt. Na dann, lass mal hören. Das Höhlengewehr am Kreissee haben wir in 3 Bereiche unterteilt. Einen für Staatsleben, einen für Versorgung, einen für Zivildasein. Was Sie auf Ihren Wunsch, falls Sie näheres Interesse spüren. Ach, Staatsleben. Den ganzen politischen Kram haben wir in der mittleren Höhle entsorgt, untergebracht. Wenn es Krieg ist, setzt sich fast alles um militärische Fragen. So wie das Magazin und Truppenunterkünfte. Aber dort ist dann natürlich das Präsidentenbüro samt der großen Konferenzhöhle. Allerdings muss uns sehr wichtig sein, das einmal zu sehen. Sorgung. Das ist nach wie vor ein heikler Punkt. Dank des Fischreichtums in der Gegend kommen so bis so wie Runden. Und hin und wieder gelingt es Kapitän Nemo, kleine Landungen zu schmuggeln, Ladungen zu schmuggeln. Für den allergrößten Teil unseres Bedarfs müssen wir der Insel selbst abtrotzen. In der rechten Höhle bauen wir im großen Stil die Rohstoffe der Insel ab, vorwiegend Metalle und Baumaterialien. Und im Freiland am Kreis ist Edison gelungen, unser Kohleproblem zu lösen, wenngleich seine Experimente etwas gefährlich sind. Und im Vertrauen. Er wohnt nicht nur aus Sicherheitsgründen da draußen. Hier drin haben wir seine beleidigende Eitelkeit einfach nicht mehr ertragen. Zivilleben. Insel beherbergt zahlreiche Flüchtlinge. Wir mussten alle ein wenig zusammenrücken, damit auch Platz reicht. Darum ist in der linken Höhle so gut wie jede Nische in einem Quartier umgewandelt worden. Aber für Spezialtrupps für den Iren wird es gewiss noch etwas finden lassen. Der andere Trupp wohnt ja auch nicht gerade am schlechtesten Ort. Das Unterhaltungsprogramm ist dagegen ausgesprochen mau. Glücklicherweise haben wir immerhin einen tüchtigen Wirt und unter uns eine kleine Schenke geöffnet. Nichts weiter. So ist auffallend warm. Dann gehen wir erstmal nach links. Schenke zu Planetblick. Kraterblick ganztags geöffnet. Ach ja, richtig, da kommt glaube ich jedes Mal ein Stein runter oder so. Diebe, man hat mich beraubt, mein kostbares Collier wurde gestohlen. Warum muss man uns mit Pillen zusammenfächen? Hallo, das ist der präsidiale Sekretär. Wer ist da? Ob der Willi jetzt zu spielen kommen kann, Onkel? Kann der Willi jetzt zu spielen kommen? Jetzt kann Willi, auf den noch. Komisch, das sagt er mir auch immer. Dachte, man pisst doch vielleicht immer an etwas anderes! Ist doch nicht ein komischer Mann, aber er sagt, der Willi könnte nicht zum Spiel kommen. Oh Mann. Sieht ganz nach den wenigen Hauptsächlichkeiten aus, die man zusammenraffen kann, kurz bevor man sich auf die Flucht begibt. Kann ich aber nichts mitnehmen. Mann. Kann man diese armen Leute nicht beklauen, so wie Robin Hood? Finde ihn eins. Ein dummer und ist der Krieg. Ich hätte nächste Woche beim Ufer in die feine Gesicht eingeführt werden sollen. Das ist jetzt in der Höhle aus Dreck. Tja, passiert.
Ist der aber sehr brüchig. Klub seine schnelle Reflexe, Liebste. Ja, bringt uns jetzt mal gar nichts, aber schön anzusehen. Das Rohr ist übrigens auch auffallend warm. Wir tragen den Anwesen der Wonnen zu Brecheis nicht in die Straße. Ich muss der Straf lachen, das ist. Ja, kannst du. Na also. Wir kommen an, wir sind der von uns zu Brecheisens. Auch Kotzstall genannt. Hat er noch ein Kleid mehr in diesen Stand getan, weil er sei Spitz. Spitterholz. Ja, ne, Spitter? Fehlt ein L, das ist doch bestimmt Spitterholzburg ist der Bersten. Also, gehe ich mal von aus. Das ist mein Eisbecher und wir lassen sie bitte ihre unverschämten Blicke. Ist so entwürdigend, wie meine Freifrau leben lässt. Eingezogen in ein Loch aus Stein und Leben. Da bin ich ganz anders gewöhnt. Ach nee, die Brecheisens! Dann erlauben Sie sich. Freifrau von und zu Brecheisen, bitte sehr. Alles ganz genau! Alter, alle von Eis, kurz die Aufgestiegene! Nutzt diese zu trennen! Großvater, aber an! Doch die Pferde beschlagen! Doch noch die Pferde beschlagen, ja. Na und? Jetzt sind wir oben auf. Aus einer kleinen Schmiede ist ein prächtige Eisenfabrik gewachsen. Schau, Handel! Pa! Zum Teil nicht alle ihre fossilen Neigungen, Herr Nuggets. Muckets, was sagt seine Leistung, nicht die Abkunft? Schöne Leistung! Sie können alles hier so kaufen! Das ist Revolution per Steckbuch! Ich werde meinem Mann von ihren Betragen erzählen. Wir werden noch sehen, wie es da mal dann um sie gestellt sein mag. Ja. Alles Zeit, muss Wäsche waschen, den Eis müssen wir reiten. Ja. Alle Schuhe sind fest verschlossen. Leider aus, weil ich auch einmal gerne. Mein braunes Reisekonsum kannst du bald nicht mehr sehen. So lange hast du es noch gar nicht. Scheinig! Ja, ja, bla bla. Voll funktionierte Waschzube. Töne Duft von Nischer steckt aus dem Topf auf. Einfache Waschgelegenheit, immer ist Porzellanschüssel vom Feinsten. Was sind denn da, Herrschaften? Das ist doch gerade das Fisch aufgeschüttelt. Aufgeschüttelt, für Ruhm erpicht der Helden und uninteressantes Objekt überhaupt. Ein der Kleiderständer. Ja. Okay, nächstes Loch. Schläf. Du gluckst zurück. Ja. Jetzt wird zum Glück gegluckst. Ah, ich ist verschlossene Kistenhase. Geh den Teller weiter, mein Kind. Dauert nicht so lange, bis der Keller. Teller wieder bei mir ist. Der Keller. Ich sehe doch genau, dass mein kleiner Bruder immer etwas mehr nimmt. Mama, sag mir was. Ich mache ein Spiel Teller mit uns. Isst du weiter, mein Kind. Soll man ein bisschen die Kinder ausziehen? Beim Kick war es schon schwer, aber jetzt? Schnell da. Ah, Pfeifenkraut. Quelle, die das Movie-Raumaroma mit kratzender Würze bereichern. Eine der Quellen. Schlafen. Bin ich eigentlich ausgerechnet? Ich in der Krokland, die so den widerspenstigen Fels schacken muss. Racken, Racken, Racken. Kreuz tut mir noch rackern, oder? Vor der Schnellerei eine Miene weh. Greif mal meine Schicht an. Der Quelli, das rufe ich ja so, ja. Okay, die Kiste ist verschlossen. Ein Salzfass. Äußerst halt. Ui, tragen die Kinder nur wieder rum. Ui, stimmt das, dass sie wirklich von der Erde weggeschossen wurde? Sie fällt mir in Ruhe. Die haben bestimmt ihre eigenen Sorgen, Kind. Schön, wie sich Mutter und Kind gleich anhören. Abgestaubte, gefickte alte Kleidung. Ein paar leidlich ausbalancierte alte Würfel. Ja, auf dem Würfelspiel einladen. Das würde ich nur 10, oder? Naja. Würfeln, du. Missucht, stech dunkel! Hör an, sondern gewinnt. Bringt mir Glück. Ich habe 10 Augen. Ha! 12 Augen. Ach, verdammt. Ich habe ein gutes Gefühl. So. Ein großes Fass Sauerkraut. Echt deutsch. Ich finde noch die Weißwurst, ne? Ein weiterer verschlossener Truhe. Glückwunsch, mein Süßer. Sie ist in der Ecke der dunklen Allee gefunden. Ist rausfinden, warum man sie nennt? Das war auch immer für die Sache für dich. Sie ist die Person. Dann versperrt meine Kutte den Weg zu mir. Nein, ich glaube, hier gab es dann später noch. Naja, das sehen wir dann. Sonderunterkünfte, Arbeiterhöhlen, Schenkel.
Geschenke gehen wir am Schluss natürlich. Zeit habt ihr wohl nicht vor, auch mit Farbe übergießen, euch mit Farbe. Zur Zeit habt ihr nicht vor, euch mit Farbe übergießen zu wollen. Liegt da! Pufferdampf in dem Schlachtfeld! Alle! Nur liederliches Farbgeklumpe! Schrank wird vor verschiedenen farbigen Töpfen und Gläsern nur so über. Ja, ja. Blau, rot, grün! Gewünsche! RGB. Rosa, gelb, braun. ja. Skizzenblock für Studie über Proportionen Farbverläufen. Aha! Dachte mir! Kein Lippen noch! Hallo nicht! Fertig zu sein! Wollen wir Korrektur nachziehen? Ende weg, Monsignor. Wagen Sie es nicht, mein Nebel ist das Licht, Ihren Blumenbein zu malträtieren. Muss wohl! Mal hier meinen Urlaub putzen! Moment! Das Bild ist ganz unscharf gemalt! Unscharf? Gradin. Ein winziges Werk ist ein Grillenmaß an den Griffen halt vor diesem Werk. Parolen unbekleckten Materials. Halbweis Bild ist Gradin, Freiburg, Vulkanien. Soll ein künstliches Arbeiten gönnen, bei diesem Licht, diesem Gruft aus Felsen dreckiger Bräune. Ich will ihn werden! Er hat immer noch sein ungegen Hut! Wir bitte sehr, sind denn Sie, Monsignor? Gestatten! Von Magwitz! Monsignor, glaub Monsignor, ey Monet, keine Ahnung, wie man aufspricht. Sie haben die Ehre, dem Revolutionär der Leinwand gegenüber zu stehen. Revolutionär! Das war der Präsident, der auf den Staffeleien steht. Wie, Mademoiselle, das ist unser Präsident. Zurzeit arbeite ich einen größeren Regierungsauftrag ab und erstelle eine große Anzahl an Wandporträts in der Stadt überhaupt. Leider entwindet man mir ständig mein Motiv, sodass ich in der Schlimmen vorankomme. Roman zu den Präsidenten nicht einfach von den bereits fertigen Bildern ab. Wie Günstler, Monsignor, kein Akkordkünstler. Nun, nun. Ich male nur unter dem Einfluss des tatsächlichen Objekts. Solange wir persönlich eigene Stadtporträts sind, bleibt das Bild leer. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Also, Monsignor, die Kunst würde ich Ihnen danken. So, das hat keine Ahnung, wie funktioniert. Ist ein Mini, ist ein Quest, ne? Muss man lösen, ne? Ah, übersteigt euren Verstand eh. Nein, nicht die Ruhe. Darin bewahre ich. Lassen Sie einfach geschlossen. Ja. Pilzkopf, Topf. Riecht aber nicht danach! Wird ihr Essen aufgesetzt worden? Riecht er! Chemisch! Ja, ja. Guten Tag, Herr Dr. Jekyll. Was für eine Freude, überraschend, Sie wiederzusehen. Noch einen guten Tag, bis dahin. Warnungszüge setzen immer schneller ein. Ich sollte wieder die Torte wirbeln. Können Sie Schüsse auf wie und je? Ja, weiter geht's. Weiter, heiter. Heiter, weiter. Ja. Ach ja, das war, die Heldengruppe. Sie kommen gerade rechtzeitig. Ich habe ihn für Quartier gerichtet, dass ihn für die Dauer aufhalten überlassen wurde. Es wird ganz unerhört bedeutend sein, dass ich, um in den Genuss solcher Behandlungen zu kommen. Habe die Ehre. Ja, ja, jetzt komm. Ist das eine Ausdruck einer Sonderbehandlung? Man wünscht für sich, niemals zu den Normalen gerechnet zu werden. Ah ja. Ich könnte mich mal schlafen legen. Nachti, Nachti. Eleanor schläft mal wieder mit offenen Augen. Multitaskingfähig, kann schlafen und gleichzeitig lesen. Immer wachsam, ne? Und ja. Was haben wir oben noch? Halb Kleiderschrank, halb Requisitenbunker, Perücken, Schnallen, Schleifen, Schuhe, Armreifen, Ketten, Stohlen, Wallende. Die Gewänder in allen Größen und Farben. Bilder einer umfeierten und ewig ein wenig schlankeren Brunhilde. Wieder Schatz und noch Waffen, nur ein Ofen. Auch in den Ofen kann man schmeißen. Stoff für großzügig beschaffene Damen. Haben Sie denn den Professor gelassen? Dieser unzückende Mann ist doch sonst immer bei Ihnen. Klappen! Von Magwitz! Buch! Danke sehr, Erdbeben in den Hack spazieren, mein Herr. Wohin? Meine ganzen zückenden Bemerkungen! Wir ja, sind liebreizend und bezaubernd. Meine Herren, Sie bringen mir Verlegenheit. So viel Aufmerksamkeit steht mir auch gar nicht zu. Das sehe ich genauso. Du kommst mit, Schatz. Nein, wie ungeschickt von mir. Ich habe mein Taschentuch fallen lassen. Hier, pass auf! Nein, ich. Pass mal auf, Karl! Bitte sehr, Taschentuch. Wir haben die Güte, uns zu fragen, wie wir das Vergnügen haben. Mein Name ist Elisabeth.
Elisabeth Heisen. Heisen? Sagen Sie bloß, Sie sind mit dem Professor verwandt. Sie kennen meinen Onkel? Sagen Sie doch schnell, geht es ihm gut? Ich kenne ihn sogar sehr gut. Wir haben schließlich ganze Weltreisen mit zusammengenommen. Ganze Weltreisen? Eine? Und schreibt bei der kleinen Sternswörtchen seine Nichte verloren. Ja, so kenne ich Onkel. Immer nur die Arbeit im Kopf. Onkel, Frau Deuser, hat er noch ganz andere Dinge im Kopf? Nun reden Sie, Herr Offizier. Ja, selbst, kein Mann, Frau! Sag ich so, wenn er verzickt! Sag ich so, wenn die nächste periodische Tagbindung im Gesicht... Bildung. Ii. Ah, ja, dann empfehle ich, dass du trinkst, diese Teil der Verwandtschaft zu meiden! Hey, Schatz, ist wieder so einfach so wie eine Haubitze. Ich mag Haubitze. Die schlagen ein und gut ist. Die Geschosse, nicht die Haubitzen. Die... Anderes Thema. Hören Sie, Frau Elisabeth. Ungewöhnliche Hilfe. Wir suchen jemanden, der den Professor bei Dr. Röntgen verbirgt. Dr. Röntgen, was Sie wieder an seiner Schleuse wichtig? Sie haben Ihre Bürgerin gefunden. Ich weiß, dass mein lieber Onkel keine Flieger was leidet hätte. Nein! Was sollen Sie fliegen? Gehen ja wirklich nicht los! In der Reihe! Schatz, lassen Sie uns schnell zur Schleuse an den Dunkel auslösen. Elisabeth, ja. Und so. Ich kenne Sie, Frau Elisabeth. Lassen Sie mich für die absolute Verlässlichkeit des Onkels garantieren, dass der Professor aus dem Arrest entlassen werden. Endlich. Wehe, es gibt auch nur einen kleinen Zwischenfall. Ich hoffe nur, Professor ist wirklich so wichtig, wie Sie behauptet haben. Wenn Sie unter wichtig ein beispielloses Wissen über Stärke und Schwäche unserer Gegner verstehen, lautet die Antwort ja. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Ich mache keinen Fehler, ja. Bring den Professor. Ich habe mich auch sehr gewundert, wenn irgendjemand angenommen hätte, ich spreche einen alten Käse. Ah, ich bringe einen alten Käse. Onkelchen. Elisabeth, meine liebe Gesichte. Und Gydia, wächst du auch in den Himmel. Da warst du doch plötzlich noch so handlich wie ich. Kürzlich ist 5 Jahre her, dass du zuletzt einen längeren Besuch gestellt hast. Weiß ich, Vater ist so gefreut, sein Bruder immer öfters zu sehen. Und ich mein Onkel. Herrje, meine Expedition, die fremden Länder, die Reisen. Ach, ich bin ein furchtbarer Onkel. Nun komm, Onkel, mach es wieder gut und erzähl mir von deinen Abenteuern. Ja, die müssen jetzt nicht gerönt werden. Ach, sei gut, mich nicht Onkel zu rufen. Zwischen unter den Ohren anderer. Antone! Jetzt hätte er verstehen! Dann haben sie gar nichts zu erzählen, dass wir in Minuten ungestört beisammen sein. Da ist. Da habe ich einmal einen erstaunlichen Strahl abgewartet. Ich hab's doch gemeint, dürfen ohne Strahlung raus. Kann ich jetzt diese Kack? Ja, richtig. Blumen für Elisabeth. Das ist mein liebster Geste gewesen. Siehst du mir eigentlich keine Blumen, Schatz? So eine Idee! Töpfchen! Wer ist im Auge gehalten? Ja. Okay, ich kann sie doch mal runterwerfen. Ich hab Bananen, ha! Ja. Gut. Lass wieder rein. Und dann da links. Nochmal. Schon wieder. Immer noch. Was auch immer. Und zu denen gehen wir, wie gesagt, wieder am Schluss. Und da ist auch der Professor. Ein Kind, wenn wir im Weltraum umherholten, haben wir hier unten Schicksalsschläge. Gab uns ein langes Wissen, es können wir dem Feind begegnen, die Freunde. So, ich will mit uns in den Kampf, Herr Professor. Oh, schön mit furchtbar in den Gegner rein einfahren. Aber aufgefährden. Endlich! Diese schönen Blumen für mich, mein Herr. Vor der Anmut, da sterbe ich. Wie diesem Moment, da hier, da werbe ich. Mein Lächeln voller Güte, dann wird's mir wohl im Gemüte. Ach, wie einfühlsam und artig. Sieh doch mein Herz umschmeicheln. Ja. Ich möchte Ihnen nochmals für alles danken, was wir nicht in diesen argen Tagen getan haben. Ach, Herr Professor, wo sind Sie noch für ein Charmeur? Gott, ich gehe lieber. Bevor ich noch Angst vor mir selbst bekomme. Gut, bei der Gelegenheit speichern wir dann gleich nochmal. Ja. Jetzt allerliebst. Wenn man weiß, dass der Dumpfstängel einfach an den Stämmen wächst, ist er eigentlich leicht zu finden. Ja. Und Schrank ist verschlossen. Und das bleibt ja auch. Das Abenteuer machen wir immer ordentlich Beute. Wir haben so viel Truhen dabei, sonst würden uns die Luxe bald überquellen.
Ja. Ha! Also für eigene Schätze. Ach Mann, oh, er hat auch Augen im Hinterkopf. Deine Stufe 35 Expertin. Wofür lässt mich dieser Alex sein gesammeltes Expertentum einsetzen? Kaffee kochen. Nö. Rande Bildungsferne scheint wohl eine universelle Eigenschaft des gemeinen Anführertypes zu sein. Hä? Ein komplettes Stand aus der Edition Hausfrauenglück. Das ist leicht diskriminierend gegenüber Frauen. Ach, da kommt schon wieder jemand, um den berühmten Stanley Tropicana jetzt seinen Aufwand zu machen. Ein Gewicht! Alle für große Augen! Damit ich sie besser sehen kann. Ja. Kopf, ist jedenfalls maßlos aufgebläht! Na, hören Sie mal. Und das Eisen. Da wo ich herkomme, sehen alle so. Wofür warum? Arschspitze sieht ja gemeingefällig aus! Sehr genug. Was sind Sie überhaupt? Schatten, von Magwitz! Hab kürzlich als eine Riesenkammer eigentlich erledigt! So, möchte kein Held also. Ich versuche meinen Fußstab zu wandern. Hä? Wie mein? Fehlt er sich? Was im Kanin kennt mich und mein Trupp. Sonst wäre die Flucht auf uns alle nie geglückt. Schon mehrfach einen Tentakelwurm besiegt. Gleich haben! Haben wir erfolgreich gegen Marcel Technik-Teufelei zu mir gesetzt! Ach ja? Können Sie auch einen Kampf gegen die Opiumbande von Soho überbieten? Pa! Das ist ein Gefecht gegen wohl. Wie los Ihre Reptoren dagegen? Königstruppe von Teil. Schatz-Schwall! Erzähl, ein Riesenreptil! Elefantenbulle von Mag. Wann die? Keine Ahnung. Unser Kampf, mit Nummer 1! Sing eine Reihe von Ballagen! Schatz, soll gut sein. Wenn du hörst, haben auch andere Geschäfte beigetragen. Dein Krieg der Welt dreht sich alles nach uns. Na, aber ganz gewiss, um den! Gewiss nicht um den, ja. Ich verschluck mal wieder zwei Wörter. Schöpfquelle nicht zu erkennen, Löffel, Löffel. Sieht aus wie so eine überdimensionierte Stimmgabel. Nein, nicht wirklich, aber was soll's. Leon Kuborsten. Denk nur, trink, Genossen, es geht auf mich. Ach, nebenbei, seid doch alle in der Gewerkschaft, ja? Dann Prost. Ich merke genau, dass wir die eigenen nicht passen. Aber es ist nun mal die einzige Kneipe und da wollen wir auch rein. Eine Bäckerei in der Mine. Haben sie mal einen Affe verdient, hat man sich mal. Komm so süße, wir wollen feiern. Habt es sich. Lange! Satisfaktion! Satisfaktion? Was soll das denn sein, Karl? Satisfaktion? Zusammen, du, ich werde hier. Oder? Wir einfach, werden du Anforderung ein? Mag sie nicht Satisfaktion. Sag aber, Liebster, hast du diesen Mann tatsächlich um meine Willen getötet? Man weiß nicht, ob ich die Schmeichelhaft oder Ängste finden soll. Bier und wieder das erste und das letzte, das in diesem Glas gefüllt wird. Flasch Schnaps, Herr Leutnant. Für Sie nur 10 Taler. Lieber nicht. Okay, Pilstop. So komm, der strenge Zuckerblick. Was kann ich für dich tun, werte Gäste? Ist er oder sein Bruder? Wie wir leben, Herr Leutnant, zu meinen? Vergehen! Aber er selbst dort! Oder ist er Bruder, die sich für ihn ausgeben? Ja. Kein Fasel, ja gar kein Sinn entdecken! Haha, Herr Leutnant, kennen wohl die Werte. Wir wissen meist am besten über die Leute Bescheid. Als hier derart viele neue Kommunikation versammelt, dass mein Gewehr für das Gerede. Ja, ja! Bricht! Gleich nebenan hat ein Künstlerquartier bezogen. Zumindest geht es sich als solche aus. Ob er das von ihm halten ist, weiß ich nicht. Kleckst nur und selbst das nur spärlich. Interessanter wäre es für Sie möglicherweise von Ihrem Kollegen zu fahren. Kling! Ausführen! Ha, ganz erschreckliche Leutnant. Nun, ich meine den Spezialtrupp, der in der Höhle im Norden wohnt. Wahrscheinlich die Gruppe und diese Leute werden wohl recht ähnliche Angelegenheiten nachgeben. Sie ist mir noch zu Ohren gekommen, dass in einer der wohnungsgemeinen Schichten ein gewisser Treiben Einzug gefunden hat, das Zähler von Beschwernissen des Alltags ablenken kann. Hä? Verzeihung, ich kann nur lange Sätze. Okay. Also, zahlreichen Teststaben, die ständige Reinigung durch Hilfskräfte bedürfen. Herr Leutnant, ich wusste, Sie haben mich abends nicht vergessen. Hä? Wie mein? Ach, Herr von Magwitz, Sie wollen noch nicht behaupten, Sie hätten vergessen, wie wir zusammen die Hinterzimmer des Gasthaus besichtigt haben. Schatz, wer ist das? Also, geht's voran, Bobwitz! Allerdings, du bist es raus! So drückst kenne ich meinen Leutnant noch gar nicht. Soll ich etwa annehmen, du und diese Person? Heißt du diese Person? Wenn Sie für jemand besser halten, dann frage ich Sie doch einmal, warum Sie nicht die Einzige sind, die der feine Kavalier dazu geahnt hat. Ha, das war's. Oh, oh. Billiges, einfälliges, dummes Ding! Er gehört ja Ihnen, gnädige Frau. Wir sprechen noch mal lieber. Ja, ums Willen. Leute, an der Kalorien, der ist hier Stadtsvorräten. Weg, weg.
Ah, kommst du die Kühe zu putzen? Rückzug! Ja. Ja, ja, aber... Vater regt sich schon wieder, wie gestern Nacht frisch. Till ist insularen Hauptnahrungsmittel. Also. Sehen Sie nur, welche Art von Gesinn wir uns zwingen, nur ein Dach zu füllen. Was? Bringen diese Leute schon gar rüber? Pörn, läutern! Das wir einfach gegen uns nehmen könnten. Ich wollte nur sagen, Ruhe! Leute, wollt ihr nur ein bisschen aussparen? Das ist eine Geschichte wieder. Wir wollen einsteigen, Kerl! Kann ich alles gleich? Noch ganz anders erfahren! Aha. Ach, zum Glück haben wir unseren Schneidungsoffizierkurs. Dreifach ist hoch. Ja, es hat mir jetzt wahrscheinlich nichts gebracht. Ja, das ist wieder Pilzkopf, ne? Ja. Sachbrenner-Romantik, Garantie. Oh, holde Eingebung. Könnte ich nur ein Wort fassen, was mir ein liebreiz Antlitz an Gefühlen eingibt, verehrteste. Ach. Ich vermute mal, das ist dasselbe. Ja. Vielen Dank, dass wir nun in Ordnung gesagt haben, Leute. Konnte man hier nicht irgendwo, irgendwie, irgendwann, irgendwas? Hä? Der wird nur gemeint haben. Sieht ganz nach höherer Armut in unteren Schichten aus. Jetzt gleiche! Wicht zu das Geschätz! Eine Stanktreibenden! Nein, ganz normal. Welche Schüler vergnügen, dass ich stelle. Oh, ein subtiler Hinweis. Was hat der Schleifer nochmal gemacht? Zwischen Spiel und Vergnügen, da ist die Stelle. Richtig, zwischen Spiel und sogenannten Vergnügen. Könnte die Stelle sein, ziehen wir mal genau nach. Danke, liebes Wesen. Welcher Sprache? Und? Ja, das fällt natürlich keinem Schwein auf. Das fällt auch total unauffällig, dieser Geheimgang, ne? Rackern, rackern, rackern. Placken, placken, placken. Wir speichern. Ein Lagerraum? Verdammt! Tür zu unserem Schwarzmarkt-Depot aufgelassen! Ah! Du Vereinigung! Umwuchs sein! Sofort einstellen! Und mitkommen! Ich hab schon Eindringling! Die sehen aber mächtig stark aus, Boss. Jetzt falsch! Hatte ich den schon? Ihres Gesindel! Schreck kühlen Stahl! Ich glaube, die hatte ich noch nicht. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich sie nicht gleich töte. Ja, machen wir Flammeninferno. Oder hatte ich die schon identifiziert? Ich weiß gar nicht. Ich schaue lieber mal nach. Ich glaube, ich habe da gerade einen kleinen Bug in der Bibel entdeckt. Kann das sein? Toll! Schön! Ja, hier fehlt mir noch sehr viel, muss ich feststellen. Soll das so sein? Bin mir da jetzt leicht unsicher. Aber ich hab doch über alles, oder? Keine Ahnung. Deckung, Angriff, Deckung. Auf Gegner vor ihm. Ganove. Giftfiolen, Kälte und Wasser, Schirm und Handtaschen, Tritten. Jetzt können wir die Granate auf jeden Fall mal anschauen. Mist, ich hab gesagt, wir sollen den Angriff schon nicht annehmen, nicht. Oh, ein Schadenspunkt. Oh, das haben wir auch noch nicht gesehen, glaube ich. Kritischer Treffer, jawohl. Und tschüss. Und jetzt zieh ihn, Karl! Verdammt Schnüffler! Glaub nicht, dass ich euch vergessen werde! Zwischenspruder, Hasenfuß! Etwas Pfeifenkraut, jawohl. Nichts mehr zu holen. Zack, Kohlen, lass sie lieber zu. Ach, warum denn? Sag dir einfach mit anderen Säcken gefüllt ist. Toll. Darin glucks mehr Liter Bier auf ihre typische Weise. Ein Whisky-Fass.
mal deine Stielaugen ein, Schatz. Für den Text ein wirklich prächtiges Collier. Ist nichts weiter von unmittelbarem Wert. Seht das an, das Schurkenbogen, die heiligen Medikamente. Das ist eine wirklich noble Einstellung, Schatz. Ich brauch's ja auch nicht. Wir sehen es, wir können noch viel Gutes bewirken. Jetzt machen! Wir sind jetzt fest verschlossen! Das ist 100 Taler. Nur, wir leben noch eine Schokoladentafel in der Kiste. Nein! Ja. Ihr wart schon erfolgreich. Wir sammeln die schachtelweise Tantrödel und Kinderkram. Kisten hat eine stattliche Anzahl Kleidungsstücke, von allerlei Hüten bis zu eleganten Damenschuhen ist alles vertreten. Was Körper da gehüllt werden können. Ah ja, Leder, Bier und so, ne? Köln, schreit die Luft auf Glissam! Auf ihre Anmeldung und ihre Vorwahl erstatten. Dann suchen wir uns eine offizielle Stelle, in der eine Sorte die Aktivitäten fallen. So. Depot erfolgreich aufgelöst. Und halt, da geht's lang. Ah. Oder auch nicht. Einen Collier gefunden. Oh, vielen, vielen Dank. Das kann ich mal eh dann ringsherum wieder rotzig entgegenglitzern. Sind sehr Erfahrungspunkte. Ja, gut, damit hätten wir diesen Bereich schon mal abgedeckt erstmal. Und ja, kommt nur Achtung. Halt. Hallo, ich bin jetzt ein Vegetier, der gezwungen ist, überall Haft, Dreck und Schutz und am schlimmsten ist in der Mine. Ja, geht doch nicht in die Mine. Ganz nur für Schutt und Geröll. Ja, hallo, dann wenn mein Lord auf einen Abgrund zuschiebt, ist die irgendwann weg. Nee! Geil her! Selber schon tun! Ah, da wir vielleicht doch etwas daraus gelernt haben, Kies. Ein Erfahrungspunkt. Ein tiefer Abgrund. Ja. Ich kann hier nicht ganz an die Wand, weil da ein Steinhaufen ist. Ein winzig kleiner Steinhaufen. So, das heißen, Bursche! Ist schon wieder was verschwunden? Glauben wie Raben! Wo sind sie? Moment! Sie haben sich gut auf der Haut und zu Preiseisen beschmutzt. Wir haben schon von ihren unerhörten Taten berichtet. Dann sage ich nur eins. Raus! Hier nichts! Dann neuer Leute im aus meiner Fabrik! Der mag gewiss einen unangenehmen Typus verkörpern. Aber steig einmal von deinem Hund raus. Kein Geist machen! Alkoholist! Sind von der Tür aus höher! Das geht doch nicht. Raus! Was? Nein! Moment. Sag jetzt nicht, ich hab das. Normal kann man sich doch bei dem in Frieden schließen, oder? Geht das jetzt nicht, weil ich mit seiner Frau schon geredet habe. Sei nicht so rassistisch, du. Rassistisches Spiel. Ach, leck mich. Oder muss ich mit ihr reden? Wovon hat ihn ordentlich den Kopf gewaschen? Wegen sie dem vor, um zu brechen? Nee, das ist weg. Toll. Leck mich. Haha, ich bin so schnell. Da kommt der Stein nicht mit. Nicht wirklich, aber egal. Ich muss doch da rein. Oder geht es später? Ah, haben wir die Klinge! Er ist doch Zucht in Ordnung! In den Noten! Wer hat auch schon geregelt? Ist schon auf maximale Lautstärke. Achtung! Hier, Leute, drücken! Hält er die Hosen naht! Müffel! Ich schiebe wohl wieder zum Spielmissbrauch! Hä? Helde! Nein, Herr Leutnant! Lammtage sind vorbei! Bin wieder vor Ort, wie ihr seht! Geht ja! Sind auch Sorgen! Laut mir Hinweis zu melden, dass dieses Gemälde auf Anordnung des Hauptquartiersekretariats angebracht wurde, Herr Leutnant! Die dargestellten Szenarien sollen zum frischen Kampfmodus lösen und unsere Herzen furchtlos halten! Leichter Treffer 17! Bei einem gewissen S. Amadil! Im Verdacht, vom Hotel der Grund zu stehen! Was hängt auf dem Bild des Hauptquartiers hier, Schatz? Gut, das Bildnis! Wenn ihr gleich von Sigismund durchdenkt!
Herrlich. Lederne Haube mit spitzen Dorn und blinkenden Zierrad. Rüstzeug drücken! Hacken zusammen! Aufwachen! Drohnenkontrolle! Drohnenkontrolle bereit, Herr Leutnant! Na, Glück gehabt! Es kann ein Krapfen oder dergleichen drin ist! Ist das ein Anspielung auf einen bestimmten Film? Schließen und weggetreten! Ach! Dann! Springt! Ah, schön. Achtung! Geht euch drücken! Schlossner, grimmiger, freundlicher! Kein macht ihr alles falsch! Hände an die Hosen hat! Hauen putzen! Uniform richten! Dreh der Feinbogen? Ja. Ja, können wir schon. Erste Rolle bereit, bla bla. Was ist das für eine Fackelei? Ich dachte, du hast diese Leute im Griff, Liebste. Geh sie mal her, Soldat. Ja, Louis, ein Stift bitte schnell. Na bitte, dann können wir das Appellett haben auch unbesorgt in den Händen mitgelassen. Wegrennen! Schön. Das war ein süßes, armes Bild. Müssen wir jetzt erstmal die Truhe aufmachen oder so? Wir nehmen es durch die Truhe hindurch heraus. Warum nicht? Achtung! Was soll denn hier? Ganz alleine! Warte auf den Tutrupp, Herr Leutnant! Tutrupp! Wir erklären das! Aber zack, zack! Aber keiner hat kürzlich wieder gerumpelt! Dadurch haben sie neue Risse gebildet! Nicht nur Schwefelgas, die so eine Kopfzelle trinkt! Schwefelgas! Ja! Wer der Tour? Wir werden zur Beschleunigung wissen! Nee, aber sie zu begrüßen, Herr Leutnant! Das ist ein gesteintes, dringend Schwefeldämpfe. Kann ich das Rohr laufen? Ah, ein Rohfnusswässer. Welch liebe Geste, diesen tristen Raum, hey, Reiz zu verleihen. Hä? Wir sind da zusammen! Da steht Drachengift! Oh, ich lese es auch. Alt ausgehend, Briosole. Also hört das, wenn ein Fingermagazinmeister noch ein Geschäft machen kann. Na, ist alles registriert, kalorisiert und abgezählt. Wenn Sie was wünschen, wenden Sie sich an mich. Oh. 44 Stiefelpaare schwarz, 24 Jacken blau, 2 Ersatzknöpfe, 7653 Nägel. Ganz genau, 7653 Nägel. Das ist das genaueste. Am schwarzen Ding aufliegen lassen! Ich wusste es. Zahl eine Diebstähle. Ich habe ein Geschäft an meinem Magazin vorbei. Ungedruckst aller Orten. Das war es also. Und vielen Dank. Ohne diese kriminellen Beimengungen wird unser Versorgungssystem bald besser funktionieren. 50 Punkte für das Verbreiten zur Vorkunde. So etwas! Wir haben auf Kriminelle gesteuert! Ich hier abzufügen bin! Das nenne ich honorig! Mein Herr, neue gute Tage mit Blutwenden! Eine mit dem Kind dürfen Sie bedankt verhalten! Oh, ich hab die Bade. Nein, Balsamöl. Yay! Komm, wir ziehen! Wenn Sie alle aus dem Kampf gegen. Meine Güte! Was haben Sie denn dafür schon die Waffen dabei? Kommen wir von Alkoholregel gleich ansehen vor! Dann die Kinnlade! Wieder hochklappen! Wir gehen mal raus, was er übrigen kann! Wie bitte? Und einmal, wir haben für die Waren schon bezahlen müssen. Zahlen? Ach so, Probleme unserer Eins halten die Aussicht natürlich kostenlos. Hier kommen die Früchte unserer Erfolgen allzu gut. Aje, schon wieder ein Haufen eingehüllter Berühmtheiten. Auf eurer Zone höre ich mindestens 3 Mal am Tag. Künstler, Krieger, Kanonenbauer, alle meine Gebühren in Sonderbehandlung. Excel, das gibt's wohl nicht, ihr habt bezahlt. Ja, genau was ich. Könnte mal ein paar Waffen verkaufen. Ich kann die Hand verkaufen? Okay. Okay. Brauche ich die nochmal? Nein. Lederpanzer auch nicht. Stahlpanzer auch nicht. Oh Gott. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ja. Kaufen. Titanschild. Edison-Schild. Wäre eine Verbesserung. Könnte ich fast wohl einkaufen gehen, sagst du.
dreimal den Titanpanzer. Ach, obwohl ich komme auch so ganz gut zurecht momentan. Ich glaube, die Musik ist verdammt laut. Vor allem im Verhältnis zu meiner Stimme. Verdammt, habe ich es jetzt versaut, weil ich mit seiner Frau geredet habe, oder was? Ich gehe nochmal ganz raus. Ich will raus, nicht rein! Das ist doch Diskriminierung, ist doch das. Lass mich mal überlegen. Ich kann noch mehr Bananen mitnehmen. Was kann ich mit Bananen machen? Bananen. Gelbe Gurken, nur ganz anders. Ja, habe ich heute auch gegessen, Bananen. Eingefallen zu holen? Ja, klar. Deswegen sitzt du immer noch drauf, weil uns was eingefallen ist. So. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Vielleicht hätte ich doch nicht mit seiner Frau zuerst reden dürfen. Oder geht es erst später? Lassen wir uns nochmal wegen strahlen. So. Suchen wir es noch einmal. Ja, also, während ich dieses Problem zu beheben versuche, würde ich sagen, ich mache Feierabend erstmal. Lang genug aufgenommen für heute. Ja, das war die Reise ins All für heute. Wir sind wieder ein ordentliches Stück vorwärts gekommen. Habe mein ekliges Minispiel, was ich beim jetzt erstmal 10.000 Mal so oft probiert haben musste, bis ich es geschafft habe, geschafft. Und ja. Ich würde sagen, wir haben ordentlich Fortschritt gemacht. Also verabschiede ich mich für heute. Und dann sehen wir uns nächste Woche vielleicht wieder. Ja, sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.